Memo, na guck dir das mal an, ey, mein Scheinwischer an hier. Oh ja, oh mein Gott, ein Einkaufswagen. Das ist ja ein Einkaufsladen. Ein Einkaufsladen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, würde ich mal ganz einfach sagen. Das hat Mama dauernd schon gesagt. Es ist 9.31 Uhr und wie ihr vielleicht dem Titel schon entnehmen könnt, was ist das hier für eine Scheiße drin? Junge, was ist das? Okay, Auto hat 150.000 Kilometer runter, was willst du? Wir sind heute auf der Suche nach dem perfekten Frühstück, beziehungsweise sind wir nicht, weil auf der Suche ist man nur, wenn man nicht weiß, was man will. Aber ich weiß ganz genau, dass das, was ich haben will, in diesem Objekt vorhanden ist und das werde ich mir jetzt einfach mal gönnen. Und dann werden wir das gemeinsam gaumenschmausen. Und wie ich das hier jetzt auch haben will, ich habe jetzt diese Maske, die man haben muss, diese KN95, ist nicht diese FFP2-Maske, aber das ist das Mindeste, was du jetzt tragen musst. Viele halten sich noch nicht dran, aber das ist auch schwer umzusetzen. Die Dinger sind überall ausverkauft und arschteuer. Deswegen gönnen wir uns jetzt erstmal. Mensch, jetzt geht hier die scheiß Rumsteherei wieder los, weil hier schon wieder 500 Millionen Leute um 9.30 Uhr einkaufen gehen. Grüße gehen raus. Müssen wir hier warten, bis Leute hier mit Einkaufskörben rauskommen und dann kriegen wir die übergeben. War da gerade ein älteres Ehepaar gewesen. Der Mann hat den Einkaufskorb und die Frau nicht. Der Mann ist jetzt schon reingekommen und die Frau darf nicht, weil jeder Mensch halt einen einzelnen Einkaufskorb braucht. Und die hat gerade so rumgeschrien. Jetzt hat die ganze Zeit den Security angemeckert und jetzt bin ich da voll ausgetickt und habe gesagt, ey, entschuldigen Sie mal, sieht der so aus, als ob der irgendwie zur Regierung oder sowas gehört? Das ist einfach jemand, der hier angestellt wurde von Edeka und einfach versucht, diese Regel umzusetzen. So, als ob der irgendwas dafür kann. Der steht hier den ganzen Tag und muss sich dieses Rumgemecker von den Leuten anhören. Haltet euch doch einfach dran. Junge, ich krieg keine Luft durch diese Maske. Guck mal, wenn ich hier Luft einatme. Ich kann nicht mehr. So. Ich hab's endlich aus der Hölle rausgeschafft. Das Objekt meiner Begierde befindet sich hier in meiner Hand. Und ich habe da, meine Adleraugen haben da aus der Entfernung noch etwas erspäht. Was auf jeden Fall nicht fehlen darf. Ich glaube, meine Kuhmut, Alter. Einfach eine Milchquelle. Du kannst jetzt hier einfach für 1 Euro so eine Glaskaraffe ziehen. Und dann kannst du die hier schön regionale Milch ziehen. Heutiger Fettgehalt 4,1. Guck mal, das ist so geile Milch, so unindustrial, dass hier sogar jeden Tag ein anderer Prozentgehalt an Fett da ist. Sorry, dass ich so rede, Alter. Ich laufen und reden, das ist nicht genug Luft für meine Lunge. So, das werde ich mir jetzt erstmal gönnen. Ich habe das noch nie gemacht, Alter. Ich habe jetzt hier Geld in der Hand und ich will jetzt die Nummer 32 haben. Stelle ich mir natürlich lustig vor, wenn jetzt hier diese Glasflasche hier gleich runterfliegt. Aber wir probieren es einfach mal aus. Mal rein hier. 2 Euro Guthaben. Ich will die 32. Ach so, okay. Ehre, Alter, diese Technik von heute. Nicht schlecht. Geld kommt auch passend raus. Grüße gehen raus. So kann man sich das Ganze natürlich... Ich krieg's nicht raus mit dem kleinen Geld. Okay. So, ist mit einer Hand jetzt natürlich alles kompliziert. Also ich möchte jetzt 1 Liter haben, dafür zahle ich 2 Euro. Das stecke ich jetzt hier rein. Und jetzt sollte das Ding auch aufgehen. Ja, jetzt halte ich es hier so ran. Ja, kann ich jetzt so starten? Wie mache ich denn das? Hä? Start! Oh geil! Junge, so funktioniert das denn? Jetzt kriege ich hier die richtig frische Milch raus. Und ich unterstütze damit noch irgendeinen regionalen Bauer. Das ist schon schön. Schöne Sache. So sollte man sowieso, wenn man so regional die Möglichkeit hat, Leute zu unterstützen, sollte man es immer tun. Ich will euch jetzt hier nicht voll labern, aber... Oh fuck, Alter, machen wir Stopp. Hallo! Ehre, Alter, als ob ich jetzt einfach 50 Liter abzapfen könnte. Und ich krieg sogar Geld wieder. Nicht schlecht. Let's go. So sieht das Ganze aus. Ich werde mir gleich mal einen Schluck genehmigen und dann werden wir hier gucken. So, jetzt sind wir hier in meinem schönen, gemütlichen Zuhause angekommen. Ich befinde mich hier gerade in meiner Küche. Hinten in meiner Ecke habe ich mir hier so schön so einen Tisch aufgebaut und einen Stuhl. Also eher gesagt, eigentlich meine Mama hat das geholt, wo ich auf Madeira war. Grüße hier drauf. Doppelpiece an Mama. Hier ist die wunderbare Milch. Ich habe die nicht gleich, nachdem ich das Video aufgenommen habe, den letzten Teil getrunken, sondern jetzt sind ungefähr 30, 35 Minuten vergangen. Ich sitze jetzt hier, ich schüttel jetzt nochmal, weil ich irgendwie das... Warum schüttelt man eine Milch? Das ist doch dämlich. Ich habe ja auch mir eine Tasse geholt, damit ich hier jetzt nicht so raustrinke. Da würden sich die ein oder anderen Leute wieder aufregen. Ich will jetzt hier ein bisschen vornehmer wirken. Und geile Sache, ich weiß nicht, auf irgendeinem Event ist mal irgendein dicker Nitrado-Mitarbeiter zu mir gekommen und hat mir die Tasse geschenkt. Ehrenmann, der hat auch meine Domain damals für fast kostenlos erneuert. Also der hat irgendwas gemacht, ich hatte nicht genug Guthaben drauf gehabt und der ist einfach erneuert. Grüße gehen raus an dich. Nitrado, das waren noch Zeiten, damals so 4-Slot-Minecraft-Server und sowas geholt. Ist keine Werbung, also wie gesagt, ich krieg dafür nichts, aber ich finde das lustig, dass ich so eine Tasse habe. Da machen wir jetzt mal einfach mal die wunderbare Milch rein. Ich bin echt gespannt, Alter. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine Milch getrunken habe, die jetzt nicht so auf 3,5 oder 1,5% Fett ist, sondern die hat 4,1% Fett. Ist eine richtig gute Milch.
Und vielleicht schmeckst du mir auch gar nicht. Ich hoffe jetzt einfach, ich werde jetzt gleich hier meinen Schlund daran halten und ich hoffe, ich werde einfach so eine Art Orgasmus erleben. So, Leute. Jetzt beginnt's. 3, 2, 1. Alter. Oh, Junge, dieser Abgang im Geschmack, das ist ja... ich schwöre euch. Ich habe noch nie so einen milchigen Geschmack gehabt. Das ist ja so ein geiler Abgang, dieser Geschmack. Also natürlich, wenn du das trinkst, die Konsistenz, das alles fühlt sich gleich an. Aber wenn du die runterschluckst und deine Geschmacksrezeptoren anfangen, die Geschmäcker zu verarbeiten, Alter, ist das ein milchiger Geschmack. Alter, schmeckt die gut. Also jetzt mal Real Talk. Die schmeckt richtig gut. Oh, Junge, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, durch den erhöhten Fettgehalt würde ich das jetzt so in den Mund nehmen und mir denken so, nee, gar keinen Bock, aber die schmeckt übergut, die Milch. Also die schmeckt richtig gut und ist nicht zu vergleichen mit der verpackten Milch. Alter. Und um den ganzen hier weiterhin noch gerecht zu bleiben und um endlich mal auf den Punkt zu kommen, weshalb ich dieses Video sogar überhaupt aufgenommen habe. Das perfekte Frühstück, das besteht ja natürlich nicht nur aus einer wunderbaren Milch, die wirklich geil ist, sondern dazu gehört auch was Essbares. Der Vornehmheilbarkeit habe ich mir jetzt hier auch nochmal einen Teller geholt, damit ich das jetzt hier nicht einfach so aus der Hand fresse. Und jetzt seid gespannt, was ich hier für euch habe. Einmal ein Croissant. Das hört sich jetzt nicht besonders an, so, aber in Kombination mit dem, was ich euch jetzt zeige, ist es einfach Bombe. Ich habe hier ein Splitterbrötchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich schwöre euch, ich habe diese Kombination. Ich war letztens beim Bäcker gewesen, es war auch irgendwann. Ich habe Nacht durchgemacht und dann bin ich einfach, ich fahre dann immer morgens zum Bäcker und dann hole ich mir was. Und das war diese Kombination gewesen. Bei diesem Bäcker hier, wie heißt dieser Bäcker? Schäfers. Ich glaube, das ist nicht so ein Familienbäcker oder sowas, der lässt auch anliefern, aber der macht es extrem gut. Da habe ich auch damals dieses Kasslerbrötchen und sowas, was ich euch schon ein Video gemacht habe. Für 2,50 kriegst du hier fettes Kasslerbrötchen, wovon du satt wirst. Habe ich euch auch gemacht. Das kommt alles von dem Bäcker. Und ich schwöre euch, ich habe mir einfach aus Zufall, normalerweise bleibe ich da nicht stehen, weil da stehen immer 15 alte Leute oder so vor, die dann ewig lang ihre 1 und 2 Cent Stücken, weil die passend zahlen wollen, dann da aufs Tablett liegen. Da habe ich keinen Bock, so lange zu warten. Aber da habe ich einfach mal gewartet und habe mir diese Kombination geholt. Splitterbrötchen und Croissant. Croissant ist an sich nichts Besonderes. Splitterbrötchen ist schon ein bisschen besonderer, so muss ich sagen, weil das ist jetzt nichts, was jetzt so im Fokus der Leute steht. Aber diese Kombi einfach, ich weiß noch ganz genau, ich habe am Computertisch gesessen, habe mir einfach nur hier das so reingezogen. Ist auch gut. Es schmeckt halt wirklich nicht schlecht. Es ist auch schön aufgeplustert. Es ist nicht so wie diese Netto-Dinger, diese kleinen Dinger, damit die hier schön 100 Stück in der Verpackung reinbekommen, um Lieferkosten zu sparen. Sondern das ist ein richtig fettes, aufgeplustertes Ding. Oh. Oh, dazu noch einen Schluck Milch. Alter, ich schwöre dir, das wird jetzt bald... Ich hoffe, ich fange jetzt hier nicht an zu tränen, Alter. Sonst denken alle Leute wieder, ich bin krank im Kopf. Ey, Alter, wie kann man... Junge, es macht mich so glücklich. Diese Milch schmeckt einfach so krank gut. Die schmeckt einfach gut. Und dann isst du einfach dazu dieses Croissant. Und du denkst einfach nur so, Mann, ich lebe in der perfekten Welt. Und dann guckst du raus und siehst, alle Läden haben zu. Und du bist eigentlich eingesperrt. Aber der Geschmack, den ich gerade im Mund habe, der macht mich einfach unglaublich glücklich. So, und dann war ich fertig gewesen mit dem Croissant. Und dann dachte ich mir so, ist ja voll öde, Croissant ist weg, was mache ich jetzt? Und dann hab ich mich daran erinnert, ach du Idiot, du hast ja noch ein Splitterbrötchen. Ich schwöre es dir, ich lüge euch nicht an. Das mache ich jetzt hier nicht und überdramatisiere das. Das ist wirklich, es hat einfach diesen Impuls in mir ausgelöst, dass ich das mit euch teilen muss. Und dann beiße ich in dieses Splitterbrötchen. Ich weiß nicht, ob ihr Splitterbrötchen kennt. Und denkt mir einfach... Junge, das ist der perfekte Kontrast. Das ist einfach geschmacklich gesehen das, was einfach übel geil miteinander harmoniert. Weil es auch einfach sehr ähnlich ist vom Aufbau her, aber trotzdem anderen Geschmack hat. Das ist einfach... Das ist ein übertrieben geiles Splitterbrötchen. Also natürlich gibt es bessere so. Ich habe damals beim Netto, beim Hundenetto, nee, nicht beim Hundenetto, bei dem neuen Netto. Es gibt da einmal ein Hundenetto, ich weiß nicht, ob es woanders auch so ist. In Berlin gibt es ein Hundenetto und es gibt einen neuen Netto, so nennen wir den immer. Und beim neuen Netto gab es damals richtig krasse Splitterbrötchen, aber nachdem die Nettos alle modernisiert haben, sind die alle rausgeflogen. Das fand ich mega schade, keine Ahnung, was damit passiert ist, aber das waren für mich die besten Splitterbrötchen. Aber diese Kombi, die macht mich echt glücklich. Also ich lüge euch nicht an. Ich habe mir die ganze Nacht so Walking Dead geguckt, weil ich gerade wieder voll im Film bin, mir Serien anzugucken. Voll im Film bin, mir Serien anzugucken, war auch wieder IQ, Alter.
Und ich habe mich darauf gefreut, weil ich weiß, Edeka macht um 7 auf, der Bäcker macht um 7 auf. Und ich habe mich dann, ich bin dann duschen gegangen, bin ins Auto gestiegen und ich wusste, jetzt kann ich dieses Video machen und euch das zeigen. Um einfach wieder diese Erfahrung mit euch zu teilen. Und es ist einfach, das macht mich einfach glücklich. Und ich bedanke mich einfach, dass ihr mir diese Möglichkeit gibt, dass ich einfach mit dem Auto zum Laden fahren kann, um mir sowas zu holen. So, ich muss nicht drauf achten, wenn ich es mir holen will, dann hole ich mir das. Also, scheißegal, dann gebe ich halt 5 Euro beim Bäcker aus, wisst ihr. Und dafür bin ich euch einfach unglaublich dankbar, dass ihr mir einfach diese Möglichkeit gebt, dass ich es einfach machen kann. Dass ich einfach meinen Geschmackslüsten mich komplett ergeben kann. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist einfach geil. Und an dieser Stelle, ich werde mir das jetzt hier schön reinziehen in Kombination mit dieser geilen Milch. Es wird wirklich wie ein Placement, aber ich habe wirklich mit den Leuten nichts zu tun. So, ich habe nicht mal, ich glaube, meine Domain läuft nicht mal mehr über die. Keine Ahnung, ich würde mir das jetzt noch gönnen, schön. Und dankeschön, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Dankeschön für euren Support, auch wenn ich so lange rumgeheult habe. Doppelpeace an alle und bis zum nächsten Video, euer Tanzverbot. Ciao.